Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir, was haben wir nochmal genau gemacht? Wir haben den Ort bereinigt, die Kinder wieder getroffen, entschieden, dass die Kinder trotzdem da bleiben. Und wir haben die alten Leute wieder ein bisschen kennengelernt hier in Ordon, glaube ich. Und jetzt lernen wir Sumuring, wie ihr schon im Hintergrund die Musik hört. Wahrscheinlich eher leiser, aber gleich hört die sie richtig krass. Und wir haben mitten in der Folge einfach mitten im Kampf quasi abgebrochen. Und zwar genau hier. Bam. Ich hab mir das mal richtig in der Schelle gegeben. Wow. Bam. Okay. Das ist easy. Bam. Das war ja leicht. Als wenn ich das vorher schon mal gemacht hätte, habe ich aber echt nicht. Ich habe mitten in der Aufnahme abgebrochen. Ist eine Weile her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber du scheinst immer noch gut in Form zu sein. Ich muss einfach nur so eine Schelle geben. So eine richtige Zuhälter-Schelle. Nee, warte, die geht zur Schule, Zuhälter-Schelle. Und dann A drücken. Aber du scheinst immer noch gut in Form zu sein. Na gut, diesmal werde ich es dir nicht so leicht machen. Greif an, als hättest du einen Goronen vor dir. Okay. Samadinero! Wow! Oh Gott. Der hat mir instant einen gegeben. Was, der gibt mir die ganze Zeit eine? So, jetzt gebe ich den eine. Einfach instant eine geben. Das ist super bescheuert, dieser Sport. Das ist denn echt nicht so, oder? Die schlagen sich nicht, oder? Oh, wir haben es gegenseitig schon an. So. Komm. Bam. So, einfach immer der Erste, seine schlägt. Die machen das nicht, oder? Schlagen sich Sumuringer? Nee, oder? Du bist ja richtig gut. Hätte ich nicht gedacht, dass du mich so leicht aus dem Ring schiebst. Aber versprochen ist versprochen. Also werde ich dir wohl auch das Geheimnis verraten, wie du einen Goronen besiegen kannst. Du bist wirklich richtig stark geworden, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, den Simon. Aber das wird leider noch nicht reichen, um einen Goronen im Ring zu besiegen. Das Geheimnis des Siegs über einen Goronen befindet sich in dieser Truhe. Na los, mach sie euch auf, natürlich. Irgendwelche Handschuhe oder so ein Shit. Okay. Du erhältst Eisenstiefel. Das Geheimnis, die geheime Technik. Eisenstiefel. Wer hätte es gedacht? Das erinnert mich an Wassertempel. Ich habe keinen Bock auf Wassertempel. Wie du siehst, sind diese Stiefel aus soliden Eisen gefertigt. Wenn du sie trägst, wird auch ein Goronen dich nicht so leicht umhauen können. Zieh sie unbedingt an, bevor du mit einem Goronen kämpfst. Erzähl aber keinen davon. Vor allem Leonard darf unter keinen Umständen davon etwas erfahren. Klar, Leonard war doch der Priester. Wir sind jetzt gerade das erste Mal im Haus von diesem Mädchen, ne? Das ist ja der Vater. Ist hier das Raum? Ist hier auch der Raum von dem? Ist das ihr Zimmer? Sieht denn, oder ist es sein Zimmer? Sieht sehr gut gepflegt aus irgendwie. Und da ist so ein Spiegel und so ein Kamm. Das ist wahrscheinlich nicht sein Zimmer, weil er hat nicht mal Haare. Also die auf seinen Hinterkopf. Vielleicht muss er die immer kämmen. Die waren ja so super gut gekämmt, ne? Ja. Da sind die echt. Ist vielleicht echt sein Zimmer? Hier sind nur Bilder von ihm, wie er Sumo-Wrestler ist. Hat er eigentlich gar keine Frau oder sowas? Oh, hier ist sein Sumo-Wrestler-Ding. Was viel größer ist als ein anderer Raum. Oh Gott, da steht Sumo-Ringer-Taktiken stehen da bestimmt. Warum sind da oben Waffen? Die benutzt man in meinem Sumo-Ring nicht. Warum ist da nur ein Bett? Wo pennst du? Und wo pennt das Mädchen? Ach, hier unten ist noch ein kleines Bett. Oh, das ist ja schnucklig. Ist die Frage, wer wo pennt, ne? Alter, ist das klein, da passt doch niemand rein. Naja, wie auch immer. Also, können wir uns jetzt aufmachen. Wieder zurück zu den Goronen. Müssen wir wieder zurückreiten. Das ist eigentlich super nervig, oder nicht? Er ist hier nach Ordon hingereist. Naja, es hat sich schon gelohnt, ne? Aber das, was mich am meisten interessiert, wo ist dieser Typ? Wo ist Mo? Der verletzt ist. Ich will den wieder treffen. Der ist cool gewesen. Der ist richtig cool gewesen. Oder treffe ich den jetzt noch, wenn ich hier rausgehen will? Das ist die Weide. Ist hier der Typ irgendwo? Oh. Hätte ich nicht machen sollen. Oh, einen Moment bitte. Da hinten. Oh. Ah, scheiß drauf. Macht mir keinen Schaden. Da hinten ist gerade ein Bildschirm, der sich ausschalten will. Ich habe ihn daran gehindert. Ah. Tut mir leid für diese Unterbrechung.
Aber ich bin zu voll, mir aufzuschreiben, dass ich hier cutten soll. Vielleicht kann ich es ja so oder was. Das ist der Postbote! Was macht der denn da? Dieser Brief ist ja völlig unnötig. Den kann ich nur noch an die Ziegen verfüttern. Und das machst du jetzt? Okay. Oh, guck mal, nett ist der Typ. Ich kann sogar Epona hier anrufen. Upsala, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Schwert wegpacken. Den Simon! Es ist also wahr, die Kinder sind in Sicherheit? Aber wie ist es ausgerechnet in Kakariko? Na, darüber muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Du bist wirklich ein toller Kerl. Ich stelle mir gerade vor, wie sie sich alle gefreut haben müssen. Spaßchen. Nein, der ist cool. Na, geht. Er ist schon ziemlich ein Vollidiot. Ja, sag mir irgendwas Gutes. Wo Mo ist oder so. So, Pharao. Ah, den Simon. Du hast Pharao, hast du gleich mitgebracht? Also, wie sieht's aus? Lust nach längerer Zeit mal wieder... Nein! Nein, lass mal. Ja. Ich muss die Welt retten. Ich habe keine Zeit, die Ziegen zu ballern. Ziegen in den scheiß Stall zu ballern. Ist mir scheißegal. Ich will nur diese IA retten, dann die Welt retten. Das sind so die Priorität. IA, dann die Welt, weil ich finde die cool. Und Mo will ich sehen. Wo ist Mo? Was? Soll ich vielleicht in das Haus mal gehen? Ah nee, das Mo finde ich doch bestimmt jetzt auf dem Rückweg oder so. Als wenn die mir nicht Mo vorwerfen. Weil er ist doch sehr story-relevant, also. Der ist nicht story-relevant, aber der ist ziemlich. Ja, der ist schon ein cooler Charakter. Den wollen sie auch bestimmt selber nochmal auftauchen lassen. Warum hat die Schwangere vor mir nicht gesagt, wo der ist? Irgendwie so, ja, by the way, Mo. Der chillt da und da. Ist der hier nicht? Ist er nach Hyrule gegangen? Nee, Hyrule ist verpestet. Also, da ist das die Dunkelheit. Wo ist Mo? Bisschen schade. Ich hätte gerne Mo getroffen. Okay, ich gehe immer weiter geradeaus. Warum ist das hier markiert? Ich verstehe es nicht. Habe ich das selber markiert? Also auf meiner Karte ist es markiert. Falls ihr euch wundert, wovon der Simon da redet. Auf meiner Karte ist das halt markiert, irgendwie der Brunnen da. Vielleicht einfach nur, weil es der Brunnen ist. Teleportieren wäre schon jetzt ziemlich praktisch. Dass es nicht als Mensch geht, ist schon crazy. Zack. Okay. Guck mal, wie schön grün das hier ist. Komm, den nehme ich mit. Bam. Da hinten sehen wir schon den Berg. Soll das ein Berg sein? Irgendwie sieht das so ein bisschen aus wie so ein riesiger Felsbrocken, wenn man da in Kakariko ist. Also wie so ein schwebender Felsbrocken. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wie ein Berg aussieht. Aber es soll wahrscheinlich ein Berg sein, ne? Zack. Boah, Epona steuert sich wie ein Panzer, ey. Mein Pharao steuert sich wie ein Panzer. Ist aber mega schnell. Das ist auf jeden Fall. Das Schild hängt ja schief. Jetzt nicht verkacken. Perfekt. So, jetzt können wir zu den Goronen gehen. Und die, ja, doch schon platt machen. Katzen? Was ist denn jetzt los? Die reden miteinander? Oh shit, Slow Motion. Die haben schon wieder Bock. Oh lol, wie Slow Motion läuft sie so weg. Wie im Film, ey. Was macht der denn jetzt? Kuli macht nichts Dummes. Ojo. Er opfert sich, was? Oh lol, der Vieh. Was hat ihn genommen? Er macht seine Haube zu. Jetzt gibt's Stress, Junge. Denn der Held ist da. Jetzt wird er geklatscht, dieser kleine Spasti.
Oder große Spasti. Richtig Triumph. Ich habe ihn. Die Typen, die sind auch nur auf Stress aus. Die haben diese Kinder freigelassen und jetzt klauen die schon wieder. Was sind das für Vollidioten? So, den holen wir uns jetzt aber, ey. Wo sind die? Sind die hier lang? Wahrscheinlich, ne? Ich denke mal, dass die hier lang sind. Ja. Muss ich mich episch mit dem battlen, wa? Die haben richtig Zeit, den da dran zu ketten. Der Typ, der hat auch nur Langeweile, deshalb macht er das, ne? Ja, der sucht die Herausforderung, ey. Ich habe gar keinen Fall einen Bogen oder sowas. Wie soll ich den denn vom Pferd aus angreifen? Nahkampf? Was? Fünf weitere, yo, genau. 101. Oh, lol. Komm ich mir schneller als er. Bringt nichts. Komm, gönn ihn dir. Ah, jo. Kann ich ihn noch nicht angreifen? Muss ich erst die anderen machen? Doch, kann ich. Oh, sind das viele Leute. Das ist mal was Neues, ey. Richtiges Pferdebattle. Auch wenn er einen Wartestein hat. Ich kann ja auch bestimmt alle ballern, oder? Oh Gott. Guck mal, der wartet da hinten. Komm. Oh, das ist super schwer, die vom Pferd aus zu treffen, ey. Eigentlich darf ich gar nicht spurten. Da, den habe ich. Da habe ich schon mal einen. Kommen noch mehr? Hat er mir Schaden gemacht? Ach, die steigen einfach wieder auf. Oh, die sind wieder runtergefallen? Dann ist er. Das Gefühl, dass die einfach wieder aufsteigen, die Typen. Also ich werde mich mal auf den Dicken konzentrieren. So, ich bin schneller als du. Kein Spassi. Ah, deine Rüstung. Da. So, Epona ist wieder Pharao ist, meine ich, wieder voll aufgeladen. Bam. Scheiße Rüstung. Wo ist er? Ah, oh, diese nervigen Viecher, ey. Den holen wir uns jetzt. Schneller, Pharao. Gut, noch mehr Leute. Kann ich mal wieder voll aufgeladen sein? So, jetzt. Jetzt hole ich mir hier. Dein grüner Arsch wird mein sein. Scheiße. Oh Gott, diese nervigen. So, jetzt aber. Bam, noch ein Hit hat gefehlt. Oh, jetzt laufen die dahin. Ach, das ist doch dieses aus dem Intro oder nicht? Diese epische Strecke. Jetzt wird's, glaube ich, ziemlich episch. Das ist auch zufälligerweise die Stage auf Super Smash Bros. Brawl und der nächste Teil, ich weiß gar nicht, wie der ist. Die haben das richtig vorbereitet, diesen Hinterhalt, ey. Die so. Die haben den ganzen Tag Langeweile und bereiten so eine Scheiße vor. Das ist ziemlich episch. Ausweichen. Was stand da? Schneiden? Drehen wir uns jetzt wieder um? Ja, ich würde mich auch gerne umdrehen. Schneiden, ja, ich weiß. Da, den habe ich erwischt. Aber man muss immer so, man muss tatsächlich ausweichen, so ein bisschen. Komm, dreh dich um. Scheiß Pharao. Okay, ich baite den erst nach rechts, gehe dann nach links und einmal zack. Ah, verdammt. Umdrehen, umdrehen. Okay.
Einfach auf ihn zu, ist wahrscheinlich nicht so schlau. Verdammt. Meine Messerhand ist, ich glaube, ich muss rechts an ihn vorbeigehen, weil meine Messerhand links ist. Da, ich hab ihn. Tja. Oh, das sieht episch aus. Gut, dass nicht sein ganzes Schwein runtergefallen ist mit Kulin. Ah, da steht er. Wow. Das Pferd hat so ein geiles Gesicht. So, ha. Witzig, wie das so richtig moviemäßig jetzt war, auch mit dem ganz am Anfang, dass Colin ihn sie so gerettet hat. Und sie so ausgewichen sind. Den Simon. Und die anderen? Ich kann nicht reden. Doch, kann ich. Das wäre so geil, wenn plötzlich Link einfach sagen würde, hallo, ich kann doch reden. Dann ist ja gut. Betty, entschuldigen, ich wollte dich nicht schubsen. Und das sind die Kinder, die ihn immer mobben. So ein bisschen. Wie, sagt ihr jetzt Geist? Du wirst zum Beispiel danke, dass du mein Leben gerettet hast? Ich habe es jetzt endlich verstanden. Was? Papa hat immer gesagt, ich soll ein starker Mann werden, so wie du den Simon. Dein Papa wusste, was abgeht. Aber es geht nicht nur um Kraft, sondern auch um Mut. Den Simon, du hast mich gerettet, oder? Ja, ja, offensichtlich. Wer sonst? Unglaublich. Warum? Ich habe schon sehr viele gerettet. Den Simon, du könntest sicher auch den Goron in ihrer Mine helfen, oder? Ja, das hatte ich vor. Ja, jetzt kümmern die sich richtig krass. Die frisst einfach. Easy. Ich werde seinen Leichnam verbrennen. So was? Aber er ist doch nicht tot. Doch, ist er. Nein, Priester. Alle gehen zurück. Naja, du hast eine Aufgabe, Link. Der Berg, der da hinten aussieht wie... Das sieht seltsam aus. Ist da so... Als wenn da so Blätter drum wären. Oh Gott. Ah. Ja gut. Hat sich nichts an unserem Plan geändert. Aber ich frage mich immer noch, wo diese Ea ist, die Tochter vom Bürgermeister. Naja, das werden wir hoffentlich früh genug mal rausfinden. Ich weiß, dass sie nachher auch zu den Leuten nach Kakariko kommt. Aber wie genau das da abläuft, da weiß ich nicht mehr. So. Hupsala. Soll ich das immer machen? Nein! Ich habe alles gemacht, außer absteigen. So. Items. Die Stiefel. Perfekt. Kann ich wahrscheinlich nicht mit hochklettern. Das erinnert mich so an den Wassertempel. Und der Wassertempel, jeder, der Ocarina of Time gespielt hat, weiß, was der Wassertempel, warum der so nicht so der beste Tempel war. So. Come at me, bro. Was? Du schon wieder? Du kannst kommen, so oft du willst. Es nützt dir doch nichts. An mir kommst du nicht vorbei. You shall not pass. Easy. Grumpy Link. Ach, der sagt nichts mehr was? Der ist einfach jetzt gone. Na, sehr gut. Oh, Leute. Das war zu früh. Upsala. Das ist deren Verteidigungsmechanismus. Einfach immer wieder hier runterzukommen. Komm, das wäre jetzt zu spät, oder wie? Die machen sowieso nicht so viel Schaden. Oh, da oben ist schon wieder so ein Ding. Hä, was? Hey, muss ich gedrückt halten? Verstehe das nicht. Gerade hat es instant geklappt. Jetzt klappt gar nichts mehr. Naja, wir sind auf jeden Fall oben. Oh Gott. Gedrückt halten. Zäh! Alles klar.
gedrückt halten. Hab's verstanden. Da können wir ein Lied lernen. Nee, da sind wir schon lang gegangen. Ah, ja, stimmt, klar. Oh, lol. Die Typen. Warum dürfen die hier sein und ich nicht? Haben die einen Pakt mit den Gorgonen geschlossen? Ich sage mal Gorgonen, dabei sind das Goronen. Naja. Ach, verdammt. Das macht... Machen die das jetzt Damage? Und als Wolf nicht? Das wäre ein bisschen seltsam. Ich hoffe, dass hier was... Hupsala. Das sah cool aus. Und die? Fighten die mich jetzt so? Alarm. Die reden so... Ich hol... Warte, was? Ach ja, genau. So helfen die einen doch, nach oben zu kommen. Okay. Herzen. Wunderbar. Aber die werden mir hier dann wahrscheinlich nicht helfen, nach oben zu kommen, oder? Die kommen näher. Guck mal, die wollen mich angreifen. Oh, was? What? Es ist einfach mal ein Meteorit dann rumgefallen? Verdammt, das war ja mal wieder unheimlich. Wahrscheinlich eine Art traditionelle Begrüßung am Todesberg. Oh, lol. Okay, ich kann ihn mit Schildattacke angreifen. Okay. Was? Okay, das war ein Konter. Ah, ich muss schon nach vorne drücken. Dann gehe ich. Ich dachte, wenn ich jetzt nach vorne drücke, dann gehe ich runter. Okay, hier lang. Witzig, dass die Gorgonen direkt feindlich sind. Bin ich normalerweise gar nicht gewöhnt. Normalerweise sind die Goronen einfach nur, Goronen einfach nur hungrig. Und wollen, dass ich denen helfe. Wow, was? Was zum Teufel war das? Wow. Ich bin auf das Ding gekommen. Na ja, gut. Minikarte. Ja, ich denke, hier muss ich lang. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Sieht mir nach einem guten Weg aus. Ach, hier ist doch die Quelle, wo ich nicht langkomme. Da haben die einen Shop. Kann ich hier was kaufen? Die sind doch wahrscheinlich böse zu mir, oder nicht? What? In letzter Zeit findet man kaum noch Ringkämpfe statt. Man langweilt sich wirklich ohne Ende. Naja, die jungen Goronen haben eben einfach kein Interesse mehr an Ringkämpfen. Don Corone war in jüngeren Jahren unschlagbar. Aber das ist lange her. Mittlerweile gehört er ja auch schon zu den Ältesten. Willkommen! Wie wär's mit einem Andenken an die Therme? Warum verkauft ihr mir Sachen? Vielleicht, da solltest du aber ein bisschen brauchen. Achso, okay. Lampenöl. Kannst du Flasche? Lampenöl. Ja. Machen wir mal, oder? Würde ich sagen. Ja, perfekt. Ja. Warum sind die hier freundlich und oben versuchen die mich zu killen? Wow, hallo. In der heißen Quellen kannst du dich aufwärmen. Das hilft, wenn du wieder zu Kräften kommen willst. Auch wir Goronen müssen uns ab und zu erholen. Warum sind die alle cool? Das macht aber keinen Sinn. Die sind alle cool mit mir. Und die anderen versuchen mich einfach anzugreifen. Mega weird. Naja. Guck mal, der schon wieder auch. Super bescheuert. Da unten sind die cool mit mir und hier kämpfen die gegen mich. Das macht doch keinen Sinn. Okay. Bist du fertig? Oh, jetzt sag bloß, das geht nicht fertig. Ach, warte, ich kann... Ist das der Plan? Ah, okay.
Verstanden, verstanden. Ich bin einfach zu schwer, um mich wegzuzischen. Oh oh. Oh, da habe ich schon reagiert. Sehr gut. Ach, da kommt schon der nächste. Ja, die packt und immer wegwirft. Oh, die ist einfach so geplatzt. Und da ist noch einer. Upsala, nee. Wir kämpfen. Komm, hoch da. Und das ist der nächste. Ah, der hat mich direkt unfair angegriffen. Ich kann nicht mehr reagieren. So, sind wir jetzt ganz oben? Oder müssen wir das jetzt noch wiederholen? Bis in die Unendlichkeit. Da. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich beweisen im Ringkampf. Oh, oh, oh. Die laden sich auf, ey, wie Sonic. Schluss jetzt. Wow. Dieser Kerl ist sowas von stark. Gegen den habt ihr nicht mal alle zusammen eine Chance. Naja. Wie sieht es denn aus? Ich bin einer der Ältesten der Goronen. Man nennt mich Don Corone. Ja, davon habe ich gehört. Zurzeit führe ich an der Stelle unseres Oberhauptes Grogor die Gorgonen an. Du kommst aus dem Dorf am Fuß des Berges? Dass du es bis hierhin geschafft hast, eine beeindruckende Leistung für einen Menschen. Aber... Hier beginnt der für unser Volk heiliger Ort. Wir können nicht zulassen, dass ein Fremder ihn entweiht. Wenn du unbedingt hier durch willst, musst du schon gegen mich kämpfen. Willst du das wagen? Warum ist Instant nein? Easy. Klar, ich baller euch doch locker. Einfach Schelle geben und dann runter aus dem Ring. Sieht ein bisschen aus wie ein Frosch. Und da bin ich. Alles klar. Direkt B-Spam. Das ist, man muss einfach nur schnell sein. Ja. Ola. Du kannst doch nichts werden, so schmächtig wie du bist. Du bist viel zu leicht. Du hast von Anfang an keine Chance. Versuch später nochmal. Wow. Okay. So. Und jetzt? Wow, was gibt's? Du willst nochmal kämpfen? Ich will kämpfen. Merkt ihr nicht? Du lernst wohl nie. Na gut, dann kämpfe ich halt mit dir. Merkt ihr nicht, dass ich einfach übelst die Eisenboots anhab? Ja. Oh Gott. Der ist ausgewichen, der Typ. Nein, der braucht mich noch einmal. Ach komm. Der ist einfach ausgewichen. Pa, mutig bist du. Aber mehr steckt auch nicht dahinter. Versuch später nochmal. Später ist jetzt. Ja. Bla bla bla. Das wäre ja wohl gelacht, wenn ich den hier nicht hinkrieg. Okay. Bam, jetzt habe ich dich. Ich mach's durch. Ach, man muss... Was? Nein! Ah, 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 ah. Komm! Jetzt nicht. Oh. Bla bla blub 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 blub. Ja. Dieser Typ, ey. Ich muss den gar nicht schlagen, ich kann den dann einfach angreifen. Komm, jetzt aber. Ja, jetzt habe ich ihn. Easy. Warum hat das jetzt so gut funktioniert? Ich habe gar nicht geschlagen.
Vielleicht deshalb. Alle Achtung, du bist gar nicht schlecht. Soll ich dir etwas verraten? Ja. Du hast es sicher schon bemerkt, oder? Unser Berg spuckt unaufhörlich Feuer. Als es unsere vier Ältesten zum ersten Mal auffiel, haben wir uns gleich zu unserem Oberhaupt Grogor die Sache angesehen. Wir mussten doch den kostbaren Schatz retten, der unsere Lichtgeister anvertraut hatten. Grogor wollte ihn an sich nehmen, aber gleich nachdem er den Schatz berührt hatte, wurde er in eine widerliche, abnormale Kreatur verwandelt. Dann fing er an, willkürlich herumzutoben und war völlig verwirrt. Und die Vulkanausbrüche wurden noch viel schlimmer als zuvor. Mit äußersten Kraftanstrengungen haben wir ihn im Innersten des Berges eingekerkert. Oha. Es ist beschämend, das zu sagen, aber mehr konnten wir einfach nicht tun. Bitte, du musst Grogor helfen, indem du ihn besiegst. Sicher waren es die Lichtgeister, die dich hergefüllt haben. Ja, ich bin Don Corone. Du hast dich vorgestellt. Bitte dich in aller Demut, unser Volk zu helfen. Warum soll ich das machen? Wenn ihr alle gemeinsam... Ihr seid doch bestimmt irgendwie 50 Leute mindestens. Wenn ihr gemeinsam da reingeht, dann könnt ihr da alles wegbashen. Egal wie schwach ihr seid. Lasst den Jungen passieren. Egal wie schwach ihr einzeln seid. Ihr seid doch voll die Kanten, oder nicht? Sonst wäre es ja wohl langweilig, wa? Upsala. Jetzt gehe ich mit meinen fetten Stiefeln weg. Naja, in den Dungeon gehen wir auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Ich bin froh, dass wir das noch in der Folge geschafft haben. Wäre jetzt scheiße, wenn ich es verkackt hätte. Aber gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.